Gegen Porto geht es für RB bereits um das große Ziel, überwintern in der Champions League. Ein Erfolgserlebnis in Portugal, höchst erwünscht nach den beiden aus Leipziger Sicht bitteren Bayern-Spielen. Mit einer guten Portion Sarkasmus blickt Trainer Hasenhüttl noch einmal zurück. Ich fand es ja schon amüsant, dass wir teilweise dann nach dem Spiel in der Hinsicht kritisiert wurden. Wir hätten keinen Plan B gehabt, weil wir mit einem Mann weniger gegen Bayern dann nicht gewonnen haben in München. Ich finde, wir haben es gut verwaltet. Wir haben kein Tor mehr kassiert, zweite Halbzeit. Wir haben gezeigt, dass wir trotz einem Mann weniger über sehr lange Zeit gegen Bayern nicht auseinanderbrechen. Und Entschuldigung, dass wir nicht es geschafft haben, die Bayern dann noch vielleicht an die Wand zu spielen. Also wir sind mit diesen Spielen, die sind abgehakt, die sind für uns jetzt nicht mehr relevant. München abgehakt und den Blick für die kommenden Aufgaben geschärft. In der Leipziger Gruppe G ist noch nichts entschieden, Spannung garantiert. Ja, es geht hier natürlich schon auch ein bisschen um, um den direkten Vergleich mit Porto. Und da dürfen wir, da ist jedes Ergebnis gut, außer eine Niederlage. Und deswegen kann man natürlich dann auch mit einem Punkt leben, wenn es so wäre. Aber ich glaube, wir werden schon noch mehr brauchen, wenn wir wirklich in der Champions League überwintern wollen. Da wäre natürlich ein Sieg ein Riesenschritt in die Richtung. Trainiert hat RB übrigens hinter verschlossenen Türen in Leipzig. Auf eine Einheit im Stadion der Drachen verzichtet das Team. Für RB jedoch nicht ungewöhnlich, wie Verteidiger Bernardo verrät. In der Bundesliga, wir machen auch keine Training vor dem Spiel. Und wir haben viele Spiele gewinnt und das ist normal. So egal, ob trainieren wir vor dem Spiel im Stadion oder nicht. Weil morgen wir werden ein gutes Spiel machen und wir brauchen keine Training im Stadion. Der Trainer sieht es ganz genauso und belohnt seinen Innenverteidiger umgehend mit einem Kompliment. Bernardo macht neben seinen überragenden Antworten vor allem stark, dass er vor allem im Zweikampf im Moment richtig gut ist. Ich glaube, dass er defensiv mit zu unseren besten Spielern gehört.